Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Let's play Violent Hearts The Great War mit mir, Elo von Ubisoft. Es geht, glaube ich, um den Ersten Weltkrieg. Ist ein Adventure. Ich möchte auf alle Fälle fortfahren. Ist ein Adventure. Haben wir hier ja bis auf Walking Dead noch nicht so viele gemacht. Aber soll sehr gut sein, also schauen wir doch mal rein. Ja, also Westfront, Erster Weltkrieg. 1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Ja, stämmig, blondes Haar. Mit seiner blonden Frau und dem wahrscheinlich blonden Baby. Da kommen die Gendarmen. Okay, Frau und Kind darf offensichtlich nicht mehr nehmen. Okay, es scheint eine Mobilmachungsorder zu sein. Mein Französisch ist leider nicht besonders gut. Aber... muss der Großvater oder der Vater der Frau sozusagen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Okay, Karl ausgewiesen und Emil muss sich. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Okay, ich spiele auf dem PC mit dem ungeliebten Blueplay-Client, aber gut. Tatsächlich scheint der sich auch ein ganzes Stück verbessert zu haben mit dem Xbox-Controller. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Okay, Kriegserklärung. Im Juli 1914 führte das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger aufgrund der europäischen Bündnissysteme zu einer Kettenreaktion, die einen bewaffneten Konflikt heraufbeschwor, der selbst die Kolonien in Afrika und Asien und schließlich auch die USA erfasste. 1. August, Deutschland erklärt Russland den Krieg. 3. August, Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. 4. August, Großbritannien erklärt Deutschland den Krieg. 11. und 12. August, Frankreich und Großbritannien erklären Österreich-Ungarn den Krieg. Truppenstärke und Heeresaufbau. Im Kaiserreich war jeder Deutsche im Alter zwischen 18 und 45 Jahren wehrpflichtig. Am Vorabend des Kriegsausbruchs standen im Heer 794.000 Mann unter Waffen. Jedes der 25 Armeekorps unterteilte sich in zwei Divisionen, die ihrerseits aus zwei Brigaden zu je zwei Regimentern bestanden. Diese wiederum setzten sich aus drei Bataillonen zu je vier Kompanien zusammen. Neben den Eingezogenen meldeten sich zu Kriegsbeginn zahlreiche Freiwillige zu den Waffen. Was die Truppenstärke betraf, war die Entente den Mittelmächten zahlenmäßig überlegen. Das Augusterlebnis. Der Kriegsausbruch wurde von den Bevölkerungen der meisten beteiligten Nationen erstaunlich gelassen aufgenommen. In Deutschland rechnete man mit einem schnellen Sieg über die Erzfeinde Frankreich und England. Und selbst die pazifistischen Sozialdemokraten konnten sich mit dem Krieg arrangieren, da es im Osten gegen den reaktionären Zaren ging. Auch eine ganze Reihe von Künstlern und Intellektuellen nahmen den Krieg mit Begeisterung auf und meldeten sich in einer Art nationalen Taumel freiwillig zu den Waffen.
die Erfolge der ersten Kriegswochen. Schon bald begann nach der Kriegserklärung, begann die deutsche Großoffensive. Unter Verletzung der Neutralität Belgiens rückten deutsche Truppen bereits Ende August auf Paris vor. Die französische Armee zog sich auf breiter Front zurück. Viele ihrer Soldaten wurden getötet oder gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die Monate August und September gehörten zu den verlustreichsten des gesamten Krieges. Allein auf französischer Seite beklagte man 880.000 Gefallene. Angesichts der Erfolge der deutschen Armee wich die französische Regierung nach Bordeaux aus. So, hier müssen wir irgendwelche Gegenstände offensichtlich suchen. Einen Pickelhelm. Okay, aber wir sollen uns erstmal hier drin melden. Dann gucken wir doch mal da rein. Und hier für die französische Armee läuft dann eben immer her mit seinem Dolch. Alle ein bisschen dicke Bäuche hier. Und da natürlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dafür reicht mein Französisch dann tatsächlich noch. So, mal hier durch. Und jetzt haben wir auch unsere französische Uniform an. Jetzt ein Bajonett dabei. Ja, hier, ne. Achso, ich habe auch noch keinen Pickelhelm auf. Ich habe nur einen. Was heißt das? Ich soll zum Appell gehen, ich soll tröten. So, mal gucken, was wir hier. Achso, ich soll zu dem hier gehen. Und der soll tröten. Oh, soll ich bestimmt auch mit jetzt im Groß. Im Schnellmarsch und. Der Offizier hat die Pistole in der Hand. Ah, jetzt wird geübt, sozusagen. Okay, mit. Na, linker Stick ist der hier. Und der nach oben. Okay. Auf mit X. Können wir den Deutschen hier befriedigen. So, jetzt ist hier auf jeden Fall ein Pickelhelm abgefallen. Aber irgendwie. Jetzt sind wir Granaten. Damit können wir dann zielen und dann so werfen, ebenfalls auf den deutschen Soldaten oder auf die Attrappe. Scheine alles richtig gemacht zu haben. Und das vorwärts blau war schlagen. Warum auch immer. Die Granate mal höher werfen. Auch wieder ein ziemlich guter Wurf. Und dann als letztes hier noch über die Barrikade drüber. Okay, aber prinzipiell kann man das nicht aufheben. Ich hätte ja gedacht, den kann man irgendwie aufheben. Und offensichtlich war es das schon, was die Grundausbildung angeht. Jetzt kann es in den großen Betrieb gehen. Und ich bin offensichtlich ist dafür zuständig, die Flagge zu hissen. Das 150. Infanterieregiment der französischen Armee. Dem scheinen wir offensichtlich anzugehören. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. So, und da kommt Emil in Paris an. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. Letztlich wird dieser ungehörige Mann deswegen treiben wir zumindest schon mal die auf der Seite. Unten vor allem viel. Der will mir offensichtlich sagen, dass es hier nicht weitergeht. Dann nehmen wir mal eine Flasche Wein mit. Das ist so leicht unterschiedlich beleuchtet, der Teil, den man hier haben. Und er ist auch der Meinung, dass ich nicht mitmachen darf.
erstmal nichts. Ach, vielleicht da oben an die, Glocke. Und jetzt habe ich eine Trillerpfeife. Aber auch die Flasche können wir sicherlich nochmal mitnehmen. Hey, hey, oh. Hey, cool. Okay, wie benutze ich die jetzt so? Okay, ich habe jetzt die Trillerpfeife, aber ich weiß noch nicht, wie ich das nehmen soll. Ich kann auch tatsächlich die Flasche wechseln. Aber das macht mir jetzt ja nichts. Ich kann auch mal auf die Waffen. Okay, ich habe die Trillerpfeife. Der hat jetzt seine Flasche. Ah, jetzt kann ich mit dem hier schieben. Kein Alkohol, er nicht voll. Okay, er mag keinen Rotwein, er will lieber Weißwein haben. Dann müssen wir jetzt dem hier, glaube ich, seinen Weißwein klauen. Ich weiß ja nicht, ob der sich dann neuen holt. Okay, das scheint jetzt zu mögen. Können wir hier auf Auslösung schon mal weiter. Neue Tagebucheintrag freigeschaltet. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung gewonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. Endlich, ich kann es kaum erwarten zu kämpfen. Vielleicht lindert das etwas von dem Schmerz, den ich innerlich spüre. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilmachung der Truppen, für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Karl, es fühlt sich sonderbar an, nach Deutschland zurückzukehren. Emil kann sich wenigstens um Marie und Viktor kümmern. In den nächsten Monaten müssen sich die Dinge eigentlich beruhigen. Es ist alles so bedeutungslos. Und Marie, nach Karl muss nun Vater gehen. Warum mussten sie ihn einberufen? War es nicht schon genug, meinen Liebsten aus dem Land zu verbannen? Warum wollen sie auch Vater noch in eine Uniform stecken? Er ist zu alt für den Krieg und jetzt bin ich ganz allein, wo die Ernte vor der Tür steht und ich mich um Viktor kümmern muss. Okay, das sind die Tagebücher. So, der sagt, ich darf nicht... Er will Musik hören. Okay, dann sagen wir mal der Kapitän, dass er Musik machen soll. Aber alle spielen hier alle nur einzeln. Ich kann nicht die Leiter hoch, weil du willst Musik. Ist mir schon klar. Also richtig musikalisch ist das hier aber noch nicht. Nicht. Irgendwann zwischendurch fange ich an, sich hier zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber... Nee, vorne fängt man an zu tanzen. Weil er scheint mir vor allem mit dem Trommler zu hängen. Hier hingegangen ist. Na, der steht hier schon wieder, oder? Das hilft uns hier noch nicht. Hat ja die Trillerpfeife gemacht. Man blinkt was, oder? Aha, okay, jetzt haben wir eine Postkarte bekommen. Na, wie hat man die genau hier? Und die Postkarte. Liebe Eltern, ich bin bereit für den Einsatz an der Front.
werden das Elsass und Lothringen von den Deutschen zurückerobern. Mach dich keine Sorgen. Bis Weihnachten bin ich wieder zu Hause. In Liebe, Marcel. Schöner alter französischer Name. Ein Hinweismenü. Hinweis. Okay, eine Taube. Okay. Also die Reihenfolge, in der man spielen muss, ne? Ah, okay, ich verstehe. Und jetzt spielen sie noch einen Tag von der Kuss. Und jetzt müssen sie noch einen Waffen. Hier scheint noch den Bleistift zu geben. Okay, die ersten beiden Objekte scheinen wir schon vergessen zu haben. Also der Schaffner ist jetzt ausgestiegen. Und ich kann benutzen. Und wir können uns jetzt mit dem Soldaten hier unterhalten. Wo kommst du her? Du bist also Amerikaner. Scheint es loszugehen. Warum haben die 21. August Franzosen 1914 mit Obst? Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Okay, Baron von Dorf. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Okay, ich glaube, das heißt, wir sollen die Grenze überqueren. Und Emil schwenkt das Banner. Ah, okay, wir haben hier. Achso, was hatten wir hier jetzt noch? Eine Schreibfeder. 1914 war der Füller noch nicht erfunden und die Schulkinder lehnten mit Stahlfedern oder häufiger besonders auf dem Land mit geschnittenen Gänsefedern zu schreiben. Durch die große Menge an Kriegskorrespondenz verbreiteten sich die Stahlfedern rasend. Oh, Achtung! Oh, die Deutschen haben Maschinen, oder? Und Artillerie. Oh, das heißt hier vorwärts. Ja, okay, wir müssen jetzt hier schießen. Wir haben es nicht geschafft. Okay, hätte man vorweg schaffen müssen. Mademoiselle Marie Chaillon,
Soldat Émile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Und geriet dann in Kriegs- Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. Okay. Seine Frau gestorben. Und Fremdenlegion hier in Chambry. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Okay, 7. September 1914, Frankreich an der Marne. Ich würde aber auf alle Fälle sagen, erste Folge, eine sehr intensive erste Folge, ist hier an der Stelle erstmal rum. Schönen Dank fürs Zuschauen und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, was Freddy mit den Deutschen so macht. Tschüss!